Ein weiteres Mal sehen wir uns diesen hässlichen... Junge, moderiere hier gerade an. Ein weiteres Mal sehen wir uns diesen hässlichen, hässlichen und doch so wunderschönen Drachen an, der da hier so wütend scheinbar der letzte Überlebende in ganz Lothric ist. Und beginnen einen neuen Part von Dark Souls 3. Herzlich willkommen, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich habe tatsächlich versucht, darüber nachzudenken, welche verschlossenen Türen wir noch haben. Und das hier sind vorerst leider die einzigen, die mir eingefallen sind. Also wo ich jetzt auf Anhieb auch sagen würde, hey, dafür bräuchten wir einen Schlüssel. Also gucken wir jetzt einfach, ob das Ding hier passt, würde ich vorschlagen. Hä? Ist ja nichts dran verloren. Den lassen wir da unten stehen. Hier springen wir einfach mal runter. Hey, 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 hey. Und sind mal nicht zu unvorsichtig. Das wäre nämlich echt dumm. Man. Okay, und dann hatten wir doch hier beim Runterkriechen Gegners. Ja, hier vorne ist noch einer mit seiner Lanze. König Lancelot. Guck mal, hab auch ein Schwert zum Schwingen. Ach ja, du Idiotenhaufen. So, war hier drin was? Ah ja, hier der Dingswerfer. Boom. Und hier drin war noch einer, ne? Würde mich jetzt allerdings wundern, wenn er sagt, wenn das jetzt hier die tiefste und versteckteste Zelle in ganz Lothric sein soll. Das hat er ja gesagt, ne? Der Verräter, den wir töten sollen, der sitzt in der tiefsten Zelle von ganz Lothric, ja? Da laufen Leute drin rum. Verschlossen. Hm, hm, hm. Diese Tür war es also nicht. Ich meine aber, dass wir hier doch noch eine hatten, oder? Es gab doch noch eine Tür hier. In Lothric, die wir nicht aufmachen konnten. Die Frage ist... Where? Where? Ach! Hier gegenüber natürlich. Da war sie. Ach, schön, dass man die wenigstens spätestens dann findet, wenn man hier wieder raus will, ne? Yes! Es war sie. Es war sie. Was? Das ist ja Flinkfinger. Nee, Flinkfinger ist es nicht. Wie hat er gesagt? Ringfinger. Aber schön, dass sie es versucht haben anzudeuten. Okay, schauen wir mal, wo wir hinkommen hiermit. I don't want to fight you. Nothing else matters. Stoß in den Rücken wird benötigt. Mhm. Waffe voraus, aber reines Glück wird benötigt. Oje, oje, oje. Hier sind auf jeden Fall jede Menge enthauptete Menschen. Das ist schon mal fantastisch. Huh, okay. Was wird hier drin? Oh. Ah, da vorne, das bewegt sich. Ich sehe, dass die Pixel rotieren. Da ist er fähig. Hurra für Finsternis. Und dann lasst er scheinen tot. Mhm. Ey, Hauptsache, du lässt die hier nicht alle auferstehen, ne? Das wäre uncool. Und Sprungangriff! Sprungangriff. Sehr effektiv. Das war ja billig. Roter Augapfel? Hurra für Auge. Lasst erscheinen, parieren. Ja, ich denk's mir immer schon, ne? Wenn ich's parieren richtig drauf hätte, könnten wir sicherlich auch so den einen oder anderen Gegner ziemlich abmessen. Aber, ach, diese scheiß Phantome hier immer, ne? Ja, und das jetzt hier? Was ist hier los? Blutfleck, ach ne, ich habe gedacht, da ist was zum Interagieren. Ach, das war's jetzt. Dann schauen wir doch mal wenigstens, was dieser Augapfel so drauf hat. Hm? Wo ist er denn? Da ist er. Roter Augapfel. Online-Spielobjekt. Invasion einer beliebigen anderen Welt. Besiege den Träger der Glut der Welt, in die du eingedrungen bist, um die Stärke des Feuers zu erhalten. Der rote Augapfel ist in einem winzigen Land verwurzelt, das vor langer Zeit der Finsternis anheimfiel. Um diesen Pfad zu betreten, tritt in der Kathedrale des Abgrunds in den Dienst von Rosaria. Ach so, das Ding brauchen wir quasi, um den Invader Covenant beizutreten. Ist das damit gemeint?
Und das ist in der Kathedrale des Abgrunds. Da werde ich mit Sicherheit nicht mehr reingehen. Ach ja, aber Kinder, ich habe es ja schon, ich meine, es ist jetzt schon lange her, aber damals, bevor das Projekt losging, habe ich ja einen Facebook-Post verfasst, in dem ich gesagt habe, ich habe viel verpasst. Und ich habe viel verpasst. Also ich lasse mich ja nicht spoilern für Dinge, die vorausliegen, aber so für Dinge in der Vergangenheit schaue ich dann doch gerne mal ins Wiki und so. Oh Mann, Kinder, ey, wir haben Questlines liegen lassen, wir haben Ereignisse liegen lassen, wir haben Objekte liegen lassen, was wir alles haben liegen lassen. Ich werde bekloppt, ja. Aber gut, können wir auch nichts mehr dran ändern, was soll's. Es gibt ja NG Plus und alle solche Sachen, da kann ich das dementsprechend auch nachholen. Und was wir jetzt nachholen ist, wir gehen jetzt dahin weiter, wo wir ursprünglich aufgehört haben. In den Katakomben ist hinter dem Boss, hinter Volnir ja sein... dieses Tor aufgegangen. Und in dieses Tor gehen wir jetzt einfach rein, würde ich vorschlagen. Ne? Habt ihr alle Bock? Ich hab Bock. Wir sehen uns also, wenn wir in den Katakomben sind. Genießen wir nochmal kurz die Sonne, obwohl man es ja nicht richtig Sonne nennen kann, aber zumindest das Tageslicht, bevor es wieder duster und nass wird. Und da sind wir auch schon, Katakomben von Carthus, und wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt vorwärts. Lassen uns nochmal lobpreisen. Ja, danke. Danke, danke, vielen Dank. Vielen Dank. Diese Nachricht gutheißen, selbstverständlich. Damit dieser gute Mann, der das da hingeschrieben hat, auch einen ordentlichen Bonus bekommt. Hallo? Eine Art Treppenaufgang, hä? Ohne, dass hier irgendwo ein Item rumliegt. Hä, warte mal, konnte ich... Achso, da erschien was. Gute Arbeit. Mensch, nee, der kriegt jetzt nicht schon wieder eine gute Bewertung. War wahrscheinlich derselbe. Wollte abstauben. Okay. Oh. Oh, holy shit. Das ist ja tolle Aussicht, aber der wahre Kampf beginnt. Vorsicht vor toller Aussicht. Ey Leute, das wird mein neuer Desktop-Hintergrund hier. Genau das. So ungefähr. Alter, seht ihr da hinten im Dunst oben links ist auch noch ein Schloss. Alter, was ist das denn? Ja, leck mich doch am Arsch, wie geil ist das denn? Und wir haben gedacht, Lothric ist nice. Aber das hier setzt dem Ganzen ja echt die Krone auf. Das ist ja wie ein Traum. Jetzt noch. Jetzt noch. Alter Schwede. Wir sind in Irithyll, Kinder. Das heißt, wir bewegen uns unweigerlich. Wie viele Seelen habe ich denn? 7500. Wir bewegen uns unweigerlich auf den nächsten Aschefürsten zu, denn Aldrich soll hierher ja geflohen sein. Ne? Das wäre natürlich wunderbar, wenn der hier ist. Dann können wir den nämlich auf dem Weg gleich besiegen. Versucht Flucht. Vor wem? Ich fliehe nicht. Ich fliehe vor niemandem. Was ist da hinten los? Alter, das ist ja so selten geil. Guckt euch das an. Kommt mir vor wie in einem Disney-Film. In einem bösen, düsteren Disney-Film, in dem alle Charaktere sterben müssen. Inklusive der Hauptcharakter. Und da müssen alle vorzeitig das Kino verlassen. In so einem Disney-Film. Junge, wie hardcore. Oh. Wo wir wetten, da kommen wir auch noch hin. Das ist so krass. Vorsicht vor dahinter. Hallo? Hallo? Oh Gott. Ich kriege einen Herzinfarkt hier. Okay, ich möchte das ein bisschen huldigen und genießen, Kinder. Aber das da oben? Das ist ein Ding, Mann. Bring eine Puppe, um passieren zu dürfen. Ich habe eine Puppe. Darf ich passieren? Unausweichlich. Alter Verwalter. Okay, Dude. Jetzt verstehe ich auch, was mit Flucht gemeint ist. Und was soll mir hier eine Puppe nützen? Obwohl ich gerade dran denken muss, es gab ja in Bloodborne diese Spieluhr, ne, die man tatsächlich dann beim Boss oder bei gewissen Gegnern spielen konnte und dann waren die kurz... Das ging dann schon. Also vielleicht
Okay, vielleicht lässt er uns ja diesmal in Ruhe. Alter, der hat was, wenn man in seinen Rippen rumläuft, ne? Ach, for real? Ach so, der haut immer gleich ab. Okay, ich würde den jetzt schon gerne besiegen, muss ich sagen. Was ist denn denen sein Problem? Der taucht doch tatsächlich einfach so auf, ne? Alter, der ist ja... Da kann man ja nirgendwo stehen. Okay, wir versuchen es jetzt tatsächlich einfach mal mit abhauen. Ich will ja jetzt nicht hier auf der Brücke stehen bleiben für den Rest des Videos. Das wäre ja... Aber ich will ihn auch besiegen. Ah, ich denke dann immer, wisst ihr, ich mach's dann nicht und finde dann im Nachhinein raus, jeder, der hierher kommt, erstmal besiegt den. Ehrensache, ne? Nur ich nicht. Was gibt's hier nochmal für Tipps? Vorsicht vor dahinter. Okay, also hinter ihm stehen ist keine gute Option, haben sie gesagt. Bring Puppe, um passieren zu dürfen. Ich hab doch eine Puppe. Ich find unfair, was du hier laberst. Hallöchen. Alter, der trifft einen echt immer. Okay, das bringt's nicht. Es bringt's nicht gegen dich. Noob. Na, was hättest du gerne? Ach, sag nicht. Na, hast du ein Schwein, du Idiotenhaufen. Hast du ein Schwein? So hätte ich dich jetzt getötet, einfach weil ich kann. Okay, wieder ein Leuchtfeuer. Mögen die Flammen dich leiten voraus. Schön. Guttingen. Das hat's ja mal gar nicht gebracht hier. Eisblauer Moosklumpen. Oh, das heißt, hier greifen sie wieder bevorzugt mit Frost anscheinbar. Ist denn ein anderes Schild von mir besser mit Frostschutz? Frostschutzmittel. Wie? Gibt's nicht? Magie, Feuer, Blitz, Dunkel, Haltung. Übersehe ich was? Ist ja geil. Na gut. Dann halt ohne. So, dann gucken wir uns doch hier mal um. In diesem netten kleinen Empfangshof. Ach, guck mal hier. Da geht's dann unten lang. Ich höre einen Crystal Lizard glitzern. Aber wo? Na gut, finden wir schon noch raus. Was ist das hier für ein Zeug? Zugewachsen? Okay. Sonst nischt. Okay, das hier sieht jedoch wie eine Tür aus, die sich aufmachen lässt. Ist es aber nicht. Einfach nur eine sehr detaillierte Textur. Du bist kein Gegner. Du bist kein Gegner. Du bist kein Gegner. Du bist kein Gegner. What the fuck are you, man? Bitch, please. Oh. Hier geht's also um flinke Menschen. Gott, Mann, ich habe gar keinen Bock, hier in irgendeine Richtung loszulaufen. Das ist mir alles jetzt schon zu doof. Seele eines Kampfs Was für eine Seele? Ich hab's nicht verstanden. Okay, was machen wir denn? Folgen wir dem Hauptweg weiter oder zweigen wir hier schon das erste Mal ab? Ist hier was? Ja, das ist wahrscheinlich ein Shortcut. Ja, lässt sie von dieser Seite nicht öffnen. Und dahinter ist eine Oma. Natürlich ist das eine Oma. Die wollen mich nicht in Ruhe lassen. Die wollen mich nicht in Ruhe lassen. Diese Omas werden... Der Endboss wird eine große Version einer Oma sein. Scheinbare Wand voraus. Du da vorne bist bockig. Schnipp. Hilft nichts.
Oh, natürlich. Jeder mal. Jeder darf mal. Oh, gib mir dein Schwert. Rüstung eines Hohepriesters. Geil. Fashion Souls im Anmarsch. Alter. Oder tot. Das geht auch. Okay, nicht wundern für eventuelle Geräusche im Hintergrund. Kitty Koalperen 100 betritt den Raum. Yes! Ach, genug Ausdauer, praise the sun. Alter, jetzt haben wir hier Hohepriesterzeug an. Gleich. Also jetzt noch nicht. Ich vermute, es ist wieder zu schwer für uns. Katze? Alles klar? Guck mal. Item. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Noch schlimmer kann es ja unmöglich werden. Hätte ich nur Kopf. Hätte ich nur Kopf? Soll wahrscheinlich darauf hindeuten, dass sich hier der gute Siegmeier befinden würde, hätten wir seine Questline richtig weitergemacht. Der hat ja mal gesagt, hätte ich nur einen Kopf zum Denken und könnte denken. Versteht er so in der Art? Jetzt ist er aber leider nicht da. Steve, nur für dich. Only for you. Oh, den Ton habe ich nicht getroffen. Oh Gott, dich kenne ich doch noch. What? Holy fuck. Komm mir nicht nochmal zu nahe. Noch eine von euch? Hübschen? Nee, ne? Oh, mir gefällt das Gebiet gerade so extrem hier. Oh, ich könnte mich verlieben. Auf der Stelle. Nice. Hilft. Okay, da vorne ist... Ach du Scheiße. Jetzt hat er schon Verstärkung mit. Ach so, jetzt haben wir schon Flammenwerfer. Natürlich. Okay. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Du spinnst wohl. What? Okay, du musst sterben. Ich sehe es. I see it now. Nein! Muss doch einen Weg geben. Oh Gott! Das ist eine ganze Legion hier! Ich bin tot. Nun ja! Das ist ja schön hier. Tja, liebe Freunde, ich muss halt leider sagen, Irithyll muss ein Part warten. Es tut mir leid für den kurzen heute. Ich muss kurz mich mit meiner Katze beschäftigen, sonst lässt sie mich ganz da nicht mehr in Ruhe. Ich hoffe, euch geht's gut. Wirklich. Wirklich. Und der nächste Part wird überlang. Und dann werden wir hier drin so dermaßen aufräumen, dass ihr nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist. Zur Belohnung probieren wir jetzt noch was. Wir probieren, das Gewand der Hohepriesterinnen anzuziehen. Moment mal, Gamaschen waren da noch dazu, ne? Gab's da auch einen Helm? Nee. Wow. Sieht aus wie für eine Frau. Wollen wir nicht. Warte mal, was war denn jetzt unser Dingsbums hier? Und, unsere Rittergamaschen, ne? Die hatten wir, glaube ich, noch. Rittergamaschen? Ja, kann man nehmen. Lass mal einfach mal. Okay, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir sind in Irithyll. Hier sieht super geil aus, aber hier sind die Gegner unnachgiebig. Wir werden im nächsten Part ordentlich was reißen, ich verspreche es euch, und er wird überlang. Also, bis dahin, tschüss und bis dann.